Herzlich willkommen zum Stream der Oper Angels in America von Peter Oetwösch, nach dem gleichnamigen Schauspiel von Tony Kushner. In Angels in America geht es um Homosexuelle, AIDS und die Bigotterie der Reagan-Ära im New York der 1980er Jahre. Die tragikomische Handlung verknüpft drei scheinbar lose Geschichten miteinander. Louis trennt sich aus panischer Angst vor seinem erkrankten Freund Prior Walter. Der korrupte Rechtsanwalt Roy Cohn lässt sich gesellschaftskonform Leberkrebs diagnostizieren und behauptet noch am Sterbebett, weder schwul noch an AIDS erkrankt zu sein. Die Ehe zwischen dem mormonischen Anwalt Joe und seiner Frau Harper zerbricht, weil er seine homosexuelle Neigung nicht länger verbergen kann. Er beginnt eine Beziehung mit Louis. Später erscheinen Prior Engel, die ihn beauftragen, die Welt zu retten, was er ablehnt. Dabei bleibt es offen, ob die Engel real oder Visionen sind. Auf der Suche nach einer musikalischen Umsetzung besuchte Oetwösch Musical-Vorstellungen am Broadway. Die Verweise auf die Showbühne ergänzt er durch Rock- und Jazz-Elemente sowie Anleihen aus der jüdischen Musik. Das Resultat, so Oetwösch: kein Musical, keine Operette und eigentlich auch keine Oper. Entscheiden Sie selbst. Übrigens, wenn Sie an dem Werk und an der Inszenierung Gefallen gefunden haben, gibt es die Möglichkeit, die Aufführung in unserem Webshop auf DVD zu erwerben. Wir wünschen Ihnen eine anregende Vorstellung.